In 5er Raids ist aktuell Regi Drago und ich will dir zeigen, wie man es zu zweit besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Oberst Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Regi Drago ist ein Drachen-Pokémon und dementsprechend ist er effektiv Eis, Fee und natürlich Drache. Wie hier zum Beispiel mein Bruder Landa, das ist ein Drachen- und Flug-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladetacke Wutanfall. Natürlich sehr effektiv gegen ein Regi Drago. Sprich, eigentlich sind die ganzen Drachen-Pokémon sehr gut gegen Regidrago. Die kann man natürlich vermehrt einsetzen. Es gibt nur ein Problem. Er ist schnell weg. Warum? Jetzt kommt das nächste. Mein Drachen- und Flug-Pokémon Rayquaza mit Angriff Drachenrude und Ladetacke Wutanfall. Das Problem ist, Regidrago kann natürlich auch Drachenattacken haben als Drache. Und der trifft meine Drachen sehr effektiv, weil Drache gegen Drache ist immer sehr effektiv. Das heißt, es ist schlecht, wenn man nur Drachen-Pokémon einsetzt. Hier setze ich zum Beispiel auch einen Flampivian ein, die Galarform. Das ist ein Eis-Pokémon mit Angriff Eiszahn und der Ladetacke Lawine. Der hält mehr aus als die Drachen-Pokémon, ist aber trotzdem leider jetzt schon weg. Jetzt kommt mein Drache- und Flug-Pokémon Dragoran mit Angriff Drachenrude und der Ladetacke Wutanfall. Ich setze hier lauter verschiedene Pokémon ein. Ich nutze keine Mega-Entwicklungen und keine Krypto-Pokémon, weil ich zeigen will, dass man den Duo-Raid auch so schön einfach schaffen kann, wie zum Beispiel auch mit meinem Knackrack, ein Drachen- und Boden-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladetacke Wutanfall. Regidrago schon gelben Bereich, das heißt über 215 Sekunden noch übrig, also dieser Duo-Raid ist sehr leicht machbar mit den richtigen Attacken, obwohl ich Drachen-Pokémon verwende wie diesen Maxax mit Angriff Drachenrude und Ladeattacke Breitseite. Wie schon gesagt, die sind schnell weg. Günstiger wäre natürlich zum Beispiel, was kann man noch einsetzen? Mammutel, viele Mammutel zum Beispiel, wenn man hat als Eis-Pokémon, die halten mehr aus. Oder natürlich auch Fee-Pokémon. Aber gegen Ende des Videos zeige ich dann noch einige Drachen-Pokémon, die gut sind als Konter, genauso Fee- und Eis-Pokémon. Aktuell ist Palkia da, das ist ein Wasser- und Drachen-Pokémon mit Angriff Drachenrude und der Ladetacke Drago-Meteor. Also wenn man sich genau abstimmen will, dann könnte man natürlich, sobald man sieht, was für Angriffe hat, andere Pokémon wählen, die nicht so schnell umfallen, aber trotzdem, wenn ich hier die Drachen-Pokémon nutze, schafft man locker. Jetzt ist sogar schon im roten Bereich und über die Hälfte der Zeit noch übrig, also sieht sehr gut aus. Hier ist die Alge im Einsatz, das ist ein Stahl- und Drachen-Pokémon mit Angriff Feuer-Odem und der Ladetacke Drago-Meteor. Die Alge ist eigentlich einer, der immer schön lang durchhält. Der hält verhältnismäßig lang durch, dafür, dass es ein Drachen-Pokémon ist. Aber so lange ist es auch nicht mehr. Ja, er ist weg. Was kommt jetzt? Ja, wie schon gesagt, Mammutel. Eis- und Boden-Pokémon mit Angriff Pulverschnee und der Ladetacke Lawine. Die Krypto-Version von Mammutel wäre natürlich noch besser. Die würde noch viel mehr Schaden machen. Aber ich, wie schon gesagt, ich wollte keine Krypto-Pokémon einsetzen. Ich hatte noch, ja, das ist wahrscheinlich das letzte Pokémon, das ich einsetze. Ich hätte noch ein paar in der Hinterhand, Kyurem, Glaziola, Mewtwo kann man auch einsetzen, aber später dazu mehr. Jetzt ist er erstmal besiegt worden, also Duo-Raid ist schön machbar. Die üblichen Belohnungen. Aktuell gibt es noch kein Shiny von Regidrago. Jetzt schauen wir erst einmal. Okay, eine Bewertung genau kann man erst feststellen, oder man könnte feststellen ungefähr, wenn man die Werte weiß, wie gut er ist, aber das zeige ich danach. Jetzt versuchen wir erstmal zu werfen. Also wie man schon sieht, ich treffe nicht richtig. Also man muss sagen, diesen Regidrago gab es schon in Top-Raids. Also nur zu gewissen, mal am Wochenende, zu gewissen drei Zeiten. Und da war er schon, wie soll ich sagen, schwer zu treffen. Wenigstens ich hatte das Schwierigkeiten. Aber es liegt bei mir auch immer daran, wenn ein Pokémon neu rauskommt oder wieder da ist seit längerer Zeit, da muss ich mich erstmal einwerfen. Und aktuell brauche ich wahrscheinlich sehr viel Einwurfzeit, bis ich das richtig habe. Und zu den roten Kreis sieht man natürlich auch nicht so ganz auf diesem roten Hintergrund. Okay, es gibt ein paar Tricks, die man machen könnte, aber eigentlich wollte ich jetzt den nur schnell fangen. Aber das Schnellfangen dauert irgendwie schon zu lange. Also man muss auch ziemlich weit nach hinten werfen. Ich habe jetzt teilweise auch zu kurz geworfen. Das ist schlecht. Also wenn man den versucht zu fangen, möglichst weit nach hinten werfen, weil er ist eigentlich weiter weg, als man denkt. Damit man auch ungefähr in der Mitte trifft. Jetzt habe ich schon wieder nicht gut getroffen. Also es läuft jetzt wirklich nicht so gut. Also normalerweise läuft es besser bei meinem Fangen. Aber wie schon gesagt habe, selbst bei den Top-Raids, ich habe den überhaupt nicht gemocht zu fangen. Und jetzt bleibt es dabei. Ah, aber jetzt ist er endlich drin. Also,
Glück gehabt, dass auch drin bleibt. Jetzt schauen wir mal auf die Bewertung. Man sieht gar nicht, davor müssen 1 sein, 1663. Wow, 3 Sterne. Ja, es ist so ein Mittelding. Ja, kann viel besser sein, aber könnte auch viel schlechter sein. Also nicht sehr gut, aber auch nicht sehr schlecht. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Pokémon zeigen, mit denen ihr Regidrago leichter besiegen könnt. Als Mega-Entwicklung würde sich Mega Gardevoir anbieten mit Charme und Zauberschein. Mega Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall. Mega Latios mit Feueratem und Drachenklaue. Und auch ein Proto Groudon mit Drachenrute und Abgrundklinge. Ansonsten eignet sich als Drachen-Pokémon-Konter zum Beispiel Dialga mit Feueratem und Dragomedeor. Knackrack mit Drachenrute und Wutanfall. Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall. Später kann man auch eine Mega-Entwicklung davon machen und da wäre er natürlich auch sehr gut als Mega-Rayquaza nutzbar. Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall. Palkia mit Drachenrute und Dragomedeor. Brutalanda natürlich, der ist sehr gut mit Drachenrute und Wutanfall. Die Krypto-Version wäre natürlich bessere Wahl. Und natürlich auch ein Maxax mit Drachenrute und Breitseite. Als Nicht-Drachen-Pokémon könnte man zum Beispiel Mewtwo wählen mit Psychoklinge und Eisstrahl, Togekiss mit Charme und Zauberschein, Mamutell mit Pulverschnee und Lawine, Flampivian, die Galar-Version mit Eiszahn und Lawine, Krypto Gardevoir mit Charme und Zauberschein, Glaciola mit Eisesodem und Lawine, Felinara mit Charme und Zauberschein, Snibunna mit Eissplitter und Lawine und auch ein Granbull mit Charme und Knuddler. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.